Zuerst eine kleine Geschichte aus dem Alten Testament. Der Patriarch Isaac hat eine wunderschöne Frau, die Rebekka. Rebekka gebar dem Isaac zwei Söhne, die Zwillinge Esau und Jakob. Esau, der Erstgeborene, kam wenige Minuten vor Jakob auf die Welt, genau 5 bis 6% früher. Esau, der Erstgeborene, wird Jäger und demonstriert in der Gegend herum. Jakob aber, ein gesitteter Mann, bleibt daheim und überwacht die Zelte. Eines Tages kommt Esau hungrig nach Hause. Sein Bruder Jakob hat ein wunderbares Linsensüppchen gekocht. Und so bittet der hungrige Esau seinen Bruder Jakob: Lass mich essen, das rote Gericht, Bruder. Jakob stellt in einem Topf köstliche Linsensuppe hin. Und dem Esau läuft, ihr könnt es euch denken, schon das Wasser im Munde zusammen. Doch bevor Jakob dem Bruder den Löffel reicht, verlangt er als Gegenleistung für das feine Süpple: Esau, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau aber sieht nur das rote Gericht, atmet den Duft der würzigen Suppe, der Magen knurrt, seit Tagen nichts Rechts gegessen. Alles gäbe er in diesem Augenblick, wirklich alles. No problem, meint Jakob. Und Esau, der Hungerleider, verzichtet auf das Vorrecht des Erstgeborenen für ein Linsengericht. Esau, ihr wisst es, wurde erpresst, so erzählt uns die Bibel. Doch vielleicht kam der Schreck erst, als die letzte Linse verspeist war. Aber da war es zu spät. Sie wissen ja, was solche Storys an sich haben. Sie sind lang, sehr lang. Wollte man nur die wichtigsten Storys zu Stuttgart 21 erzählen, dann müssten sie noch sehr oft zum Bahnhof kommen. Meine Geschichte mit Esau und Jakob aber geht noch ein bisschen weiter. Denn es gab da auch noch einen Betrug. Der Vater der Zwillinge, Isaac also, war schon etwas hinfällig, wie so mancher Politiker heute, und halb blind, wie manche Regierungssprecher. Doch Jakob brauchte noch den Segen des Vaters, bevor er sich in die große, weite Welt aufmachen konnte. Mit der Gäubahn vielleicht bis Bratislava oder auch elektrisch das Rheintal hinunter. Isaac kannte seine beiden Söhne. Der eine, der Jakob, war weich und geschmeidig und raffiniert und ein bisschen was Vornehmeres. Der andere aber, Esau, der Erstgeborene, immer aushäusig, wetterfest und stark behaart. Um den Vater aber zu täuschen, und jetzt kommen wir zum Betrug, legte sich Jakob ein Schaffell über den dicken Ranzen, als er ins Zelt des blinden Vaters trat, um den Segen abzuholen. Der Vater tastete den Sohn ab, spürte die Haare und hielt den Falschen für den Rechten und segnete den Betrüger Jakob. Sie sehen, liebe Bürgerinnen und Bürger, schon das Alte Testament erzählt von Erpressung, von Täuschung und Betrug, von blinden und hinfälligen Vätern. Rebekka, sag ich mal, wäre das nicht passiert. Sie kannte ihre Männer. Diese Männer samt Tanja Gönner und Angela Merkel halten die Grenzen dicht und die Hungernden auf Abstand. Sie halten Staatsanwälte bereit und Gerichte, Polizei und Wasserwerfer und ausgeklügelte Paragraphen. Und sie haben 100.000 Wanzen versteckt, wie Sie heute in der Taz lesen konnten, damit Sie wissen, was wir sagen und was wir denken. Das denken wir. Stuttgart, Sie alle, wir alle, die Bürgerbewegung, wir haben die Verhältnisse im letzten Jahr zum Tanzen gebracht. Und dabei bleibt's. Wir tanzen auch dieses Jahr weiter. Und das nicht nur in Stuttgart. Wir haben die alten Männer zum Teufel gejagt. Wir haben der guten alten Tante Demokratie neues Leben eingehaucht. Wir haben die Zivilgesellschaft gestärkt und 1000 neue Freunde gefunden, euch und uns. Wir haben unsere Rettungsschirme aufgespannt gegen Regen, Schnee und Kälte und für Solidarität, gegen Reizgas und Wasserwerfer. Wir haben neue Medien entwickelt, wie die 21 und Kontext, Theaterstücke, die Sanitäter, wunderbare Krimis, Ausstellungen und den Rechtshilfefonds, die Stuttgarter Erklärung dieser Tage.
Wir haben im Park an der Mahnwache und in der Stadt dem Trommelfeuer der alten Männer getrotzt. Wir haben mit Flügel TV und Kamm 21 und vielen Menschen und Stadt und Land mit euch eines der schönsten Feuerwerke gezündet, die die Villa Reitzenstein je gesehen hat. Ein Feuer, das weit ins Land hinaus sichtbar bleibt. Heute lesen wir in der Stuttgarter Zeitung, wie sich Klaus-Peter Morawski, der große grüne Mann, unsere und seine Zukunft vorstellt. Der Sprecher Kretschmanns, ich zitiere, wichtig ist, den Menschen mit aller Klarheit zu sagen, dass wir das eindeutige Ergebnis des Volksentscheids umsetzen werden, ohne Wenn und Aber. Zitat Ende. Wahrlich, ich aber sage euch, das hat vor der Wahl und vor der Volksabstimmung alles ganz anders geklungen, meine lieben grünen Freundinnen und Freunde. Wir wollen, sagt Morawski weiter, die Bürger so gut wie möglich beteiligen. Wollen, das sagt eigentlich alles. Wollen und so gut wie möglich. Das kann nur heißen, jeder von uns hat einen Wunsch frei. Wasserwerfer warm oder Wasserwerfer kalt. Mit guter Beteiligung durch die Regierung können wir also auch beim Einzug in das neue Containerdorf auf dem Vasen rechnen. Ich beispielsweise wünsche mir eine Mehrfachzelle. Gern mit Toilette, Pissoir bitte extra. Bad, Herr Kretschmann, muss nicht unbedingt sein, kann aber. Ich nehme dann notfalls das Bad in der Menge. Frühstück? Oh, das wäre fein, Herr Kretschmann. Kontinental bitte. Wir sind doch die Stadt von Welt. Und das Ei bitte hart gekocht. Ich liebe die hartgekochten. Und bitte, Herr Kretschmann, Brötchen von der Eselsmühle gibt's bei Erdi. Und Marmelade selbstgemacht von der Barbara aus Schorndorf. Gibt es auch Mehrfachzellen? Ja? Ach, das ist schön. Ich nehme da die Zelle mit Putte und Timo und Cornelia. Hallo, Herr Kretschmann, sind Sie noch dran? Bitte legen Sie mir auf gar keinen Fall einen Sozialdemokraten ins Doppelbett. Höchstens den Riedel. Sagen Sie, ich habe noch eine Frage. Gibt es Mittagessen à la carte oder das gewöhnliche Tagesmenü aus der Kantine Reitzenstein? Und bitte denken Sie daran, Herr Kretschmann, regionale Produkte, regionale auf dem Vasen. Und nicht vergessen, wir haben auch Veganer unter uns. Anders, liebe Bürgerinnen und Bürger, kann ich mir das Versprechen auf die großartige neue Politik des Gehörtwerdens nicht vorstellen. Und wenn man die Zelle für eine Woche bucht, mit Ausblick auf Neckar und Rothenberg, da gibt es den grünen Basisrabatt. Freie Fahrt zum Vasen mit dem Verkehrsminister. Aber man kann sie auch direkt am Bahnhof abholen lassen. Apropos freie Fahrt, da fällt mir eben der Montagswitz ein. Kretschmann und Grube im Auto unterwegs. Der eine fährt in der Mitte, der andere zu scharf rechts. Wie es der Zufall will, die Autos stoßen zusammen. Totalschaden. Doch Gott sei Dank, Kretschmann und Grube unbeschädigt, krabbeln unverletzt aus den Trümmern. Puh, sagt Grube, da habe ich aber Schwein gehabt. Er holt eine Flasche guten Obstler aus der Manteltasche. Kretsche, sagt er, Kretsche, auf den Schreck müssen wir erstmal einen trinken. Er reicht die Flasche Kretschmann, der nimmt 3, 4 riesige Schlücke bei dieser Zeit und dann noch einen dritten und vierten. Großartig, sagt Grube, anerkennt zu dem Sigmaringer. Großartig. Kretschmann freut sich, reicht die Schnapsflasche zurück an den Bahnchef. Ein ehrlicher Mann immerhin. Grube steckt die Flasche in die Manteltasche. Ja was? Ja wie? Ruft der Winfried. Willst du den Aumis trinken? Nein, sagt der Grube, ich warte lieber erstmal, bis die Polizei kommt. Zurück zur Realität. Die beiden stoßen schon nicht zusammen. Und zurück zur Bahn, zu den großartigen Vätern dieses Projekts. Auf die Hinterlassenschaften mancher Väter würden wir liebend gern verzichten. Schaut euch um. Eine Welt, die aus den Fugen gerät,
Mutter Erde, die geschändet wird, jeden Tag aufs Neue. Ein System, das Millionen Menschen ohne Arbeit und Zukunft lässt, gierig auf Geld, auf Macht, auf schneller, auf weiter, auf besser. Das System der alten blinden Männer. Das ist auch das System der Gaddafis, der Mubaraks, der Assads. Das System der alten blinden Männer, gestützt von Putin und Berlusconi und tausend anderen, die den beiden und anderen die Stange halten. Handlanger und Freunde in unserem Land. Die alle denken, dass die Erde eine Scheibe ist, die man jederzeit auswechseln kann wie eine Bremsscheibe. Empört euch! Für alle, die sich empören, halten die Krieger von gestern, die Krieger des Systems, die alten Instrumente bereit. Repression und Unterdrückung, Terror und Gewalt, Militär, Justiz, Polizei. Und da grüße ich mit euch heute von hier aus alle, die im Widerstand stehen, weltweit. Die Menschen in Tunesien und die Jungen in Moskau, die mutigen Mütter in Ägypten, die Hunderttausende in Damaskus in Syrien, die Okkupanten der Bank in New York, Madrid und Paris. Ich grüße alle, die aufstehen, wenn sitzen bleiben verlangt wird. Ich grüße alle, die laut sind, wenn die da oben Ruhe fordern. Ich grüße alle, die in unserem Land, in unserer Stadt aufgestanden sind, die den Enttäuschungen trotzen. Alle, die mit Heiterkeit und Fantasie den 9000 Polizisten begegnen werden und mit Klugheit. Ich grüße alle, die für eine andere, eine lebendige, fortschrittliche und moderne Stadt stehen, die für Demokratie und Meinungsfreiheit auf der Straße sind, für alle, die sich nicht einschüchtern lassen, alle, die hartnäckig bleiben. Ihr alle, wir alle, haben diese Stadt und das Land verändert. Wir lassen uns nicht länger verscheißern. Wir lassen uns nicht wegstimmen. Wir lassen uns nicht wegloben. Wir bleiben oben. Ich danke euch. Oben bleiben! Und euch allen ein gesundes, glückliches und fröhliches neues Jahr. Der Widerstand lebt. Prost! Und der Widerstand geht weiter. Prost! Auf euch alle! Auf euch alle!